gar nicht für dich tun. Steig ein. Anfängerglück, ja, allerdings. Ich bin übrigens Angie. Wie heißt du? Lass ich mir nicht sagen. Na gut. Kommst du hier aus der Gegend? Nicht gerade gesprächig, der Typ. Was machst du denn so? Ich hab dich nicht zum Reden mitgenommen, okay? Der ist ja gut gelaunt. Ich hoffe nur, es ist unser Vergewaltiger. Wir könnten echt mal ein bisschen Glück haben. Ja, das hoffe ich auch. Ich kann keine vierte Nacht im Auto verbringen. Und Alex erst recht nicht. Die holt sich da noch was weg. Aber sie hat ja darauf bestanden. Sie wollte ja heute Nacht unbedingt wieder raus. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Typen. Also die Schweigsamen sind mir sowieso am liebsten. Diese Typen, die einem ständig ihre Lebensgeschichte reindrücken. Oh, die texten mich manchmal voll, das glaubst du gar nicht. Was ich alles zu hören kriege. Also manchmal habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf, du. Hey, was machst du denn da? Was denn? Was gibt's denn da zu sehen? Ich will meine Lippen nachschminken. Lippen nachschminken? Da hinten hängt uns doch die ganze Zeit einer dran. Was? Der verfolgt uns doch. Quatsch, warum sollte uns einer verfolgen? Bildest du dir ein? Werden wir sehen, ob ich mir das nur einbilde. Ich bin doch nicht blöd. Da hängt er schon die ganze Zeit hinten dran. Mist. Gerrit, wenn der merkt, dass Alex ein Lockvogel ist, dann haben wir echt ein Problem. Ja, ich weiß. Sag mal, leidest du unter Verfolgungswahn oder was? Hey, keine Panik. Hm. Hab mich anscheinend doch geirrt. Na, siehst du. Und? Was willst du jetzt mit mir machen? Aber wo will der hin? Keine Ahnung, wir müssen umdrehen. Ja, wollen wir das jetzt hier machen oder wie? Ich meine, wir haben ja noch nicht mal über den Preis gesprochen. Hey, Moment mal, erstmal regeln wir das mit der Kohle, ja? Haben Sie das nicht gehört? Die Hände hoch! Verdammte Scheiße! Hey, hey, hey! Ich wusste, dass du eine Bullenschlaufe bist! Hey, Polizei! Raus aus dem Wagen, los! Raus aus dem Wagen, die Hände aufs Dach sofort! Was soll das denn? Sie sind vorläufig festgenommen. Was werfen wir vor? Die Hände auf den Rücken, los! Das war alles Polizeiwillkür! Und was wir Ihnen vorwerfen? Vergewaltigung, mein Freund. Tut mir wirklich leid, dass ich Ihre Kollegin geschlagen habe. Ich habe einfach die Beherrschung verloren. Aber eins können Sie mir wirklich glauben, ich bin kein Vergewaltiger. Was genau werfen Sie meinem Mandanten eigentlich vor? Ihr Mandant steht unter dringendem Tatverdacht, 4 Frauen betäubt und vergewaltigt zu haben. 3 Prostituierte, 1 Joggerin, alles innerhalb von 2 Wochen. Und wie soll er das gemacht haben? Er hat immer nachts zugeschlagen. Er hat seine Opfer von hinten überfallen und mit Äther betäubt. Deswegen konnte er bisher auch noch nicht beschrieben werden. Ach ja, und Ihre Kollegin wurde die auch von hinten betäubt? Ach. Nein, sie saß neben ihm im Wagen. Sie wissen doch ganz genau, dass ein Täter auch mal von seinem Muster abweichen kann, oder? Und wenn die Opfer immer von hinten betäubt wurden, wie sind Sie dann auf meinen Mandanten gekommen? Bei seinem letzten Opfer hat die Betäubung nicht lange genug vorgehalten. Die Frau hat ihn erkannt und wir haben ein prima Phantombild von ihm. Und das kann ich Ihnen auch gleich mal zeigen. Und das führt zu Ihrem seriösen Ermittlungsergebnis. Aufgrund dieser Zeichnung haben verschiedene Personen ihren Mandanten als Freier wiedererkannt. Und aufgrund dieser Hinweise konnten wir den Mandanten schließlich am Straßenstrich auch festnehmen. Das beweist lediglich, dass mein Mandant Prostituierte aufsucht. Aber dieses Bild hat keinerlei Aussagekraft. Das passt auf jeden Durchschnittstyp. Wir sind ja hier auch noch nicht fertig. Wo waren Sie letzten Freitag gegen 22 Uhr? Ja, ich war wohl zu Hause und bevor Sie mich jetzt fragen, ich war allein. Und als die anderen Opfer überfallen wurden, also letzten Mittwoch und letzten Samstag gegen 22 Uhr, waren Sie da auch allein zu Hause? Da habe ich wahrscheinlich auch geschlafen. Wissen Sie, ich habe einen harten Job. Ich bin Leiter einer IT-Firma. Aber gestern haben Sie eine kleine Ausnahme gemacht. Da sind Sie zum Straßenstrich gefahren. So, wenn das alles ist, was Sie zu bieten haben, haben Sie dann noch irgendwie DNA oder Fingerabdrücke? Der Täter war bisher sehr vorsichtig. Er hat keine Spuren hinterlassen. Gut.
Wenn das alles ist, was Sie gegen meinen Mandanten in der Hand haben, dann? Nicht so voreilig, Frau Kollegin. Ein bisschen, das haben wir schon noch. Jetzt machen wir nämlich eine Gegenüberstellung. Frau Sievers, wir haben alles vorbereitet. Also, wenn Sie soweit sind, dann können wir anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ihn noch mal sehen. Es war so dunkel. Was ist, wenn ich ihn nicht erkenne? Frau Sievers, Sie müssen das nicht tun. Aber Sie sollten wissen, dass Sie die Einzige sind, die uns helfen kann, den Typen aus dem Verkehr zu ziehen. Ja. Wenn Sie ihn nicht identifizieren, müssen wir den Mann laufen lassen. Meine Kollegin hat recht. Und dann vergewaltigt er womöglich weitere Frauen. Das wollen Sie doch nicht. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden sich an den Mann erinnern und Sie werden ihn wiedererkennen. Wenn es Ihnen leichter fällt, können wir noch mal den Abend durchgehen. Erzählen Sie doch noch mal ganz genau, was passiert ist. Ich war John. Er hat mich von hinten gepackt. Er hat mir ein stinkendes Tuch aufs Gesicht gepresst. Ich bin ohnmächtig geworden. Aber nicht lange. Als ich wieder zu mir gekommen bin, da war das Schreien gerade dabei. Ich hab's über mich ergehen lassen. Ich hab's so getan, als wenn ich noch ohnmächtig wäre. Können Sie ihn beschreiben? Er war eher schlank, groß, hatte dunkle, kurze Haare. Das sehen Sie. Sie erinnern sich doch noch an den Mann. Sie schaffen das schon. Sie brauchen keine Angst haben. Wenn wir gleich rübergehen, der Mann kann Sie nicht sehen hinter dem Spiegel. Ich weiß, das ist nicht einfach für Sie, aber Sie würden uns wirklich weiterhelfen. Meinen Sie, Sie schaffen das? Können Sie mitkommen? Na klar. Kommen Sie. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Und, erkennen Sie jemanden wieder? Nein, ich weiß nicht. Warten Sie. Die Nummer 1 bitte vortreten. Drehen Sie sich mal bitte zur anderen Seite. Danke. Und? Nein. Die Nummer 2 bitte vortreten.